Hey Leute, da sind wir wieder. So, was machen wir heute? Heute wollen wir mal ein Rotkohl-Chicken, also überfahrenes Hühnchen. Ja, dafür halt ganz schön Maishühnchen. Wie ihr seht, das sind 1,4 Kilo. Jo, dazu möchte ich ein paar Kartoffeln machen. Hier ist wunderbar Rosenkohl. Der wurde schon geputzt und einvakuumiert. Ja, eine Zwiebel brauchen wir. Dann haben wir hier ein Kräutersalz und ein Hähnchengewürz. Butter brauche ich ein bisschen und einen Apfel. Weil ich will die mal versuchen, unter der Haut ein bisschen mit Apfel zu arbeiten. Ja, ein bisschen Muskatnuss brauchen wir nachher noch. Gut, jo, dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mal an. So, das allererste, werden wir uns das Rückgrat rausschneiden vom Hühnchen. Das soll ja ein plattes Hühnchen werden. Ja, ganz einfach, setzen wir einfach hier an und schneiden direkt am Rückgrat lang. So, dass das Rückgrat näher raus ist. Ja, und die andere Seite auch. Ja. So, dann ist das schon mal raus, das Rückgrat. Und jetzt schneiden wir es natürlich ab. So, dann drehen wir unser Hühnchen eben mal um. Weil das soll ja ein plattes Hühnchen sein. Ja, und dann üben wir einfach ein bisschen Druck aus, bis es knackt. Ja. Jo. Da ist es auch schon platt, das Hühnchen. Ja, ein bisschen ganz noch. Ja, gut. So, dann wie gesagt, wir versuchen, dass wir das unter der Haut kriegen. Also wir lösen uns das hier unter ein bisschen. Beiden Seiten. Ja. Ja. So, und da werden wir auch dann anfangen mit unserem Gewürz. Ja, muss ich gucken, ja, das ist das Richtige, das ist das Hähnchengewürz. Ne? Da werden wir natürlich hier schön alles einwarten drinnen. Also drinnen schön was ist, soll ja schönen Geschmack annehmen. Ja, und wie gesagt, den Apfel nehme ich einfach und schneide mir immer so kleine Ringe runter. So, seht ihr das? So. Und das will ich dann unter der Haut mit runterschieben. Um mal zu gucken, was das für ein feiner Geschmack ist. Gut, ich mache das jetzt soweit erstmal fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, macht's gut, bis gleich. Leute, schaut mal, jetzt haben wir die gerubbt. Seht ihr, die Apfelscheiben sind hier unter. Das haben wir natürlich von allen Seiten schön gerubbt. Ja, dann werden wir uns auch schon die Konsistform nehmen. Das ist halt kein Hexenwerk, das ist ein schneller Tüte Essen. So. Und unten anfangen werden wir uns erstmal unsere Kartoffeln auszubreiten. Ja, die lassen wir dann schön mit durchziehen. Ja. Das wird erstmal reichen. Ja, weil der Rosenkohl, der soll ja auch noch mit drin. Ja, den werden wir aber vielleicht ein bisschen seitlich setzen. Ja, so ein bisschen extra ist. Ja, kann ja auch schön mit drin. Weil die gibt ja alles nochmal schön den Geschmack ab. Ja. So, gut. Dann kann das auch erstmal weg. So, und dann habe ich hier drin, wie gesagt, ja so ein Kräutersalz. Damit möchte ich einfach die Kartoffeln und so ein bisschen würzen. Ja, das ist einfach so ein ja, so Kräutergemisch mit Salz und Pfeffer und alles drin. Da werden wir uns erstmal schön ein bisschen die Kartoffeln würzen. Ja, dass sie auch nochmal schön den Geschmack annehmen. So, dann werden wir auch die Zwiebeln mit zuheben. Ja, in der Kartoffeln schön mit drin. So, beim Rosenkohl machen wir ja nicht viel. Da werden wir einfach nachher ein bisschen leicht Muskatnuss mit drüber machen. So, das wird ja schön ein bisschen mit einwirken kann. Da kommt ja ein bisschen Butter noch mit oben drauf. Ja, und dann nehmen wir immer so nach und nach ein bisschen Brühe mit zu, dass die Kartoffeln nicht anbrennen. Ja, gut, das würde ich sagen, das mache ich jetzt erstmal. Jetzt kommt die unsere Form wieder rauf. Ja, müssen wir natürlich ein bisschen Platz machen, dass wir halt vernünftig rinkriegen hier. Ja. Doch, ganz schön viel geworden, aber das macht uns bisschen, verfällt ja alles auch noch mal ein bisschen. So, gut. Würde sagen, so lasse ich es erstmal. So, und dann nimmt unser Hühnchen einfach hier oben auf Platz. Und alles, was natürlich schön runtertrippt, das kann natürlich schöne Kartoffeln runtertrippen. Gut, ich würde sagen, jetzt kommt es auf den Grill und dann sehen wir uns dann wieder, wenn es fast fertig ist. Also, macht es erstmal gut. Bis später. So, Leute, schaut mal, ich habe hier noch eine kleine Marinade zugemacht. Damit bestreichen wir unser Hühnchen immer. So, wir haben jetzt eine Kerntemperatur von 42 Grad. Auf 74 Grad wollen wir hoch. Und so sieht es schon mal aus. Jo, alles schön am Köcheln. Schon mal Traum. Ich habe das alle so alle Viertelstunde bestrichen ein bisschen mit Marinade. Also es ist einfach nur Öl, das Gewürz, was an das Hähnchen dran ist und ein bisschen Brühe drin.
mit Wasser natürlich. Jo, so sieht schon mal aus. Und dann zeigt euch schnell, wenn es fertig ist. Also, macht das gut, bis später. So Leute, schaut mal, fertig ist er. Ja, seht ihr, ich habe den immer ein bisschen mit Marinade eingestrichen. Jo, dazu haben wir hier den Rosenkohl, den werden wir auch mal kosten. Schön weich. Kartoffeln, seht ihr, auch schön angebräunt. Ja, auch schön weich. So, aber wichtig ist ja unser Vogel. Ja. Dann schneiden wir uns einfach mal ein Stück runter hier. Oh, guck mal, wie saftig der ist. Seht ihr das? Wie das hier noch rausläuft. Der Apfel ist schön hoch kaputt hier. So, dann werden wir mal zusammen kosten. Apfel und Hühnchen. Eine Weihnachtsstimmung. Du bekommst langsam auf. Schmeckt das lecker. So, die Pelle hoch. Mal kosten hier. Wie dir geworden ist. So, dann kommen wir ab hier. Ja. Nein, die will nicht. So. Knusper ist so hoch, wunderbar. Gut, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht euch gut, der Bachungela. Thank you.